So Leute, jetzt gibt es, für dieses Video habe ich 15.300 Euro ausgegeben. Man könnte das Video auch nennen, ich habe jetzt eine Facecam, German Let's Play zeigt sein Gesicht und ey, ich finde es so geil, was er auf die Beine gestellt hat. Die meisten von euch werden ihn kennen. Falls ihr ihn nicht kennt, schaut auf seinem Kanal vorbei, lasst ein Abo da, es lohnt sich. Mehr muss ich glaube ich nicht sagen, Leute. Jetzt geht's los. Hallihallo, liebe Leute. Hallo, und willkommen zu einem sehr besonderen Video. Schaut mich an, ich habe einen Körper. Hallo. Hallo. Ihr habt wahrscheinlich mitbekommen, dass sich mein Minecraft-Avatar in den letzten... Ich muss ja kurz mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wusste jetzt ja schon seit mehreren Monaten, dass er das vorhat. Und er hat auch immer wieder gefragt, ja, welche Position ist das und so besser mit dem Licht? Es ist einfach so cool, dass es jetzt endlich da ist. Denn, Manuel, ich hoffe, ich plaudere jetzt hier keine großartigen... Aber er war sich unsicher. Er war nervös, ob das den Leuten gefallen wird. Weil, ja, verständlich. Ich meine, das ist ein Riesending. Guckt euch das an. Plötzlich, jahrelang, keine Facecam. Und plötzlich, boom, so eine geile... Ey, ich find's einfach geil. Und, ja... Wir gucken jetzt einfach weiter. Ich find's einfach klasse. Mir gefällt das auch richtig gut. Monaten Stück für Stück verändert hat. Und vielleicht erkennt jetzt der ein oder andere eine Parallele zu diesem Körper. Und dieser Körper hat sogar noch einen anderen Grund. Ich finde immer, das hier unten sieht so ein bisschen sackig aus. Also, keine Ahnung. Aber ey, geiles Ding. Übrigens, nicht wundern, dass ich den nicht bewegen kann. Ich hab noch keinen Anzug. Wenn ich annähte, dann könnte ich ja alles machen mit den Händen und mit den Beinen und so. Aber vielleicht mache ich das dann später nochmal. Ich weiß nicht genau, wann ich zum allerersten Mal daran gedacht habe, dass ich gerne eine Facecam haben möchte. Aber das ist bestimmt schon 10 Jahre her. Und 2013 gab es eine Kickstarter-Kampagne zu FaceRig. Ah, das ja. Kennt bestimmt der ein oder andere. Das fand ich damals auch richtig, richtig nice, das Ding. Da haben auch viele YouTuber Videos zugemacht, wo sie es einfach so ein bisschen getestet haben. Aber da fand ich es irgendwie immer blöd, dass ich dann weg von meinem eigenen Charakter gehe und, ja, weiß ich nicht, dann am Ende aussehe geiler. Wie das da oder das da und das... Das will ich einfach nicht. Ich glaube, es war eine richtige Entscheidung zu warten, bis jetzt diese Technologie scheinbar am Start ist. Er hat zu mir auch immer gesagt, dass er das schon cool findet, eine Facecam zu haben. Aber ja, klar, gut. Manuel, wisst ja, der zeigt sich halt nicht. Und Maudado hat mir dann Anfang 2021 Code Miko gezeigt. Das funktioniert nicht mit einer einfachen Webcam, sondern mit der Infrarottechnik des iPhones. Und dann habe ich mir einen alten Kollegen geschnappt, den kennt ihr vielleicht auch noch, den Skripto. Und der hat mir dann dabei geholfen, einen 3D-Artist zu finden, der diesen wunderschönen Körper erschaffen hat. Sieht so weird aus, wie er da so mit den Armen zur Seite steht. Aber ey, das Gesicht ist echt cool. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Ich kann es wahrscheinlich nicht mal ansatzweise nachvollziehen, weil Manuel hat echt, man hat ja immer so ein bisschen peu à peu mitbekommen, dass er daran gearbeitet hat und so weiter. Aber ey, es waren auch Anfang so ein paar Probleme mit dem Mund, weil er muss natürlich erstmal so ein bisschen lernen, auch zu gestikulieren. Wisst ihr, was ich meine? Also, aber ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es einfach richtig geil. Ui. Der hat sich dann nicht nur um die Kommunikation mit dem Künstler gekümmert, sondern auch noch mit der Integration und mit der ganzen Programmierung im Background. Und jetzt kann ich so Sachen machen. Schaut mal. So sieht das gerade aus. Und ich kann jetzt auch noch andere Greenscreens nehmen. Nicht nur einen lilanen, sondern auch einen blauen und natürlich einen grünen. Das Problem dabei ist allerdings, dass ich grüne Augen habe. Und einen blauen Hoodie. Und ja, das beißt sich dann ein bisschen. Und ja, deshalb hat er dieses, passe ich dann alles an, kann dann hier ein paar verschiedene Sachen noch anklicken. Sind wir auf den Bahamas? Zum Beispiel das hier. Oh Gott! Jetzt habe ich auf einmal keine Haare mehr. Das sieht ja richtig weird aus. Ja, aber es sieht immer so lustig aus, wenn er den Mund aufmacht. Alter, einfach mal geile Glatze. Aber bin immer noch wunderschön. Bevor ich euch erzähle, wie teuer das Ganze war, hier... Weiß ich schon, 15.300 Euro. Aber man muss einfach sagen, das ist gut investiertes Geld. Kann man nicht anders sagen. Das ist einfach eine Sache, die ich persönlich im deutschsprachigen Raum, international habe ich keine Ahnung, da gucke ich sowieso jetzt nicht so viel, vor allen Dingen in Sachen Gaming. Aber ich kenne sowas. In der Qualität kenne ich das nicht. Nee, ich kenne zwar ein paar Leute, die solche Face-Rigs haben und so weiter, aber... Sowas Krasses habe ich noch nicht gesehen, also... Erstmal ein bisschen Werbung, weil irgendwie muss das Geld ja auch wieder reinkommen. Das stimmt. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die ich euch jetzt zeigen könnte, aber das
spare ich mir einfach für die nächsten Videos. Oh, ich weiß sogar, was für Sachen das sind. Oh, die hat er mir auch schon gezahlt. Ey, da kommt noch so viel geiler Kram. Ohne Witz, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Gibt's noch andere Perspektiven, wie zum Beispiel die hier? Oh ja, das ist ein tolles Spiel. Ich habe so viel Spaß. Oh ja, das ist immer noch ein sehr tolles Spiel. Ich habe ja so viel Spaß. Hehe. Dann auch noch weiter weg. Denn ich habe eine Frisur, die ich euch jetzt nicht zeigen werde, die wirklich extrem groß ist. Und bevor ich euch jetzt die sehr, sehr verstörenden Videos zeigen werde, mit den verschiedenen Tests der Gesichter und der Mimik, gehe ich einmal auf den Titel des Videos ein. Denn da steht ja eine sehr, sehr große Zahl. Oh ja. Und warum soll ich euch nicht sagen, was mich das Ganze gekostet hat und wie sich diese Kosten aufteilen? Einmal musste ich mir einen zweiten Rechner kaufen, denn das hier in 4K laufen zu lassen, ist schon sehr, sehr aufwendig für den PC. Und ich möchte ja nicht, dass das am Ende so aussieht. Ja, das wäre scheiße. Ja, die Aufnahme hatte ich auch gesehen. Das ruckelt halt übertrieben. Da, schaut euch das an. Es hat ultra geruckelt und wenn ich das dann mit einem Zweitrechner verbinde, dann sollten die ganzen Probleme gelöst sein. Der kommt morgen an. Dann natürlich der Programmierer, 4000 Euro ungefähr bis... Yo, freaking Draco Malfoy. Das wird sich aber noch erhöhen, weil ich noch andere Frisuren haben möchte. Ich möchte Helme haben, ich möchte einen 3D-Raum haben oder mehrere. Dann hätte ich gerne noch Klumpi und Puffy, der dann hier irgendwo rumtanzt oder irgendwo auf mir sitzt. Und das alles beansprucht natürlich auch viel Zeit. Der 3D-Künstler hat mich 3.300 Euro gekostet und das iPhone mit Halterung und Kabeln ungefähr 1.800 Euro. Ja, und deswegen sind wir bei 15.000 Euro plus. Wahrscheinlich, wenn ich dann noch einen Anzug kaufe, um meine Hände zu bewegen, lande ich dann am Ende bei 45.000 oder 50.000. Aber ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht. Und schaut mal Das ist auf jeden Fall eine krasse Summe. Manche hatten ihn auch, das hatte ich in den Kommentaren gesehen, dafür kritisiert, dass er das gemacht hat. Aber das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist eine geschäftliche Investition. Er hat sich jetzt nicht dafür irgendwie, keine Ahnung, eine Luxusuhr gekauft oder irgendwie ein Auto oder sonst was, sondern er hat das in seinen Kanal reinvestiert, damit er eben sowas umsetzen kann. Also meiner Meinung nach ist das eine sehr, sehr gute Sache. Punkt. Schlaganfallgesicht an. War schön. Oh, ich freue mich drauf, das später selber zu sehen. Das sieht bestimmt sehr lustig aus. Das ist mein Lieblingsface. Das ist mein absolutes Lieblingsface. Seine Cam hat auch manchmal rumgebackt, wenn er so ein paar Sachen rumgeschickt hatte, wo dann die Augen plötzlich irgendwie so weiß waren. Übrigens, schaut mal. Ich kann noch mal eine Runde zur Palette gehen. Oh ja. So. Moin Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Simulator 3400. Moin. Na, Mini-Paluten, wie geht's dir denn? Was ist los bei dir? Wer bist du und was machst du in meinem Haus? Hilfe. Okay, na dann. Sag mal, was soll das denn, Menü? Das war jetzt, ja, war spot on. Sag mal, der war in meinem Zimmer. Dieses miese, der Typ. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen, aber ich hab's vergessen. Es ist so geil. Kommen wir aber noch mal kurz zu meinem restlichen Körper. Und zwar meinte ich vorhin ja, dass sich mein Minecraft-Avatar auch etwas angepasst hat. Da habt ihr dann auch schon die Roboterhand gesehen und keiner wusste genau, warum das jetzt genau verändert werden musste. Und das hat den Grund, dass ich im September einen Comic rausbringen werde, den ihr vielleicht jetzt schon vorbestellen könnt. Ah, okay. Vielleicht aber auch erst in ein paar Tagen. Schaut einfach mal hier bei diesem Link vorbei. Ja, mach ich. Falls da irgendwas ist, dann ist da was. Wenn nicht, dann... Ja, wusste ich natürlich auch schon. Also, da freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, der Comic wird richtig, richtig nice. Also da... Ja, ich will nicht... Guckt's euch selber an. Also, müsst ihr noch ein bisschen abwarten, okay? Kommt da jetzt noch? Der Comic wird ungefähr 150 Seiten lang sein und das sieht so geil aus. Es sieht so schön aus. Muss ich auch sagen. Überall ganz tolle Bilder und die Geschichte. Achso, das seht ihr, glaube ich, gar nicht. Hier oben links, hier ist so eine,
So eine Gun. Okay, kommt mir bekannt vor aus Minecraft Flucht. Die ist natürlich auch sehr spitze. Also falls ihr da Interesse haben solltet, schaut gerne mal vorbei. Das wäre mir wirklich sehr wichtig. Hab ich doch schon vorbestellt. So, beginnen wir mit meinem tollen Ordner, wo der gesamte Verlauf drin zu finden ist. Boah, Gott. Erstmal haben wir uns die Frage gestellt, wie man überhaupt eine Maske in 3D gut darstellen soll. Ja, und da gab es dann verschiedene Bilder, die wir uns angeschaut haben. Irgendwelches Stock-Footage und der Typ aus iRobot. Oh. Und dann haben wir rumexperimentiert und die ersten Entwürfe gemacht. Nice. Oh, da bin ich eine Art Muster-iPhone-Typ. Also nicht wundern, wenn ich da ein bisschen komisch aussehe. Das ist noch nicht mein Körper. Da gab es dann den allerersten Entwurf. Schön auch mit schwarzen Augen, damit es schön gruselig. Das ist krass, wie sich das alles so entwickelt hat im Laufe der Zeit. Wenn man sich so das anguckt, bis man dann dahin letztlich zu diesem wirklich... Also man muss ja sagen, das sieht einfach richtig krass aus. Aussieht, da ist mein Körper noch sehr angepolished. Der erste Entwurf des Roboterarms, auf den ich auch noch eingehen werde vielleicht. Hier müsst ihr übrigens mal auf die Taschen in meiner Jacke achten. Die sehen noch sehr, sehr komisch aus. Ja, das war mein Feedback an Manuel. Ich finde einfach, das sieht ein bisschen sackig aus. Das können ein bisschen mehr... Manuel ist ja ein sportlicher Typ. Der ist ja nicht sackig. Da wurden die Augen testweise mal weiß gemacht. Da bin ich ohne Maske. Junge, auch wieder so richtig gebräunt. Junge, der Boy, der war wieder im Urlaub. Der war wieder hier Zypern, Mykonos war der wieder. Ah, Klassiker. Hier sieht man mich zum ersten Mal in einer richtigen 3D-Umgebung mit anderem Licht. Dann nochmal anderes Licht, nochmal anderes Licht und wieder die tollen schwarzen Augen. Dann nochmal ein originales Bild von dem GLP-Hoodie, den ihr euch übrigens auch im Shop kaufen könnt, wenn er wieder verfügbar ist. Und da habe ich dann nochmal die Tasche angepasst. Schön, oder? Ja. Oh, hier haben meine Haare die Physics bekommen. Ich kann mich jetzt hier bewegen und dann wackeln die. Das ist dafür. Dann haben wir uns auch nochmal mit den Augen beschäftigt. Oh Gott. Und mit den Zähnen, die richtig komisch aussahen. Oh, was ein schönes Lächeln. Vergleich das mal mit jetzt. Guck mal, auch bisschen diese klassischen Vampirzähne an der Seite. Schön, ne? Ja, viel schöner, finde ich auch. Dankeschön. Dann nochmal andere Zähne. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Da grinse ich ein bisschen. Perfekt gesundes Zahnfleisch. Typ. Da habe ich eine komische Krankheit. Da möchte ich euch abstechen. Oh ja. Da ist die Krankheit zurückgekehrt. Oh. Da habe ich irgendwelche Gammelzähne von einem anderen Charakter bekommen. Da mache ich eine schöne Schnute. Oh ja. Oh, lecker. Da bin ich Robo-Manuel. Alter, mega verwandelt. Und normal. Aber vielleicht seht ihr einen gigantischen Unterschied, denn achtet mal auf die Augen. Guckt euch die mal genau an. Ja. Vorher, nachher. Vorher, so ein Schimmer, nachher. So ein Glanz ist da drin. Einer meiner Künstler hatte nämlich noch angemerkt, dass es sehr sinnvoll wäre, eine Art Strahlen in die Augen einzubauen, damit das Ganze ich netter tiefe. Wirke und nicht wie ein Psychopath. Naja, also ob das nun so geklappt hat? Und das haben wir dann auch gemacht. Oh. Ja, okay, da hatte ich nochmal irgendwie eine neue Krankheit, die dann sich ein bisschen verstärkt hat. Da habe ich einen Mildkrafttest gemacht. Und da beginnt das mit den Augen. Da sieht man auch ganz komische Spiegelungen von irgendwelchen Fenstern drin. Und dann sieht es schön aus. War eine gute Idee. Genau. Und jetzt werde ich mir nochmal das ein oder andere Video auf meinem Kanal angucken. Und zwar habe ich ein paar Sachen auf nicht gelistet online gelassen. Und da schaue ich jetzt vorbei. Das ist geil, wie die Augen eben gerade aus und da gucke ich jetzt vorbei. Dann starten wir mal mit dem Video. Oh Gott. Ja, anhand des Standbildes verstehe ich den Videotitel. Ich schau mal rein. Das sieht halt so krank aus. Hallo. Vor allen Dingen die Augen, was für ein Unterschied es macht, wenn das Ganze richtig ausgearbeitet ist, wenn man da wirklich 100% reinsteckt und sich nicht sagt, okay, ich will hier irgendeinen halbgaren Kram machen. Ich habe sogar noch die alten Zähne. Schön, wunderschön. Oh, da ist ein Video namens Lecker. Was ist denn so lecker? Boah. Hallo? Hallo, hallo? Das ist doch besser, oder? Ey, wenn man das mit heute vergleicht. Die Augen waren auch komplett anders.
Lecker. Ja. Hehe. Ich liebe dieses Wetter so. Ja, welchen feiner Junge? Ich. Ja, fein. Oh, danke schön. Ich auch fein. Bla, 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 blu. Ihr merkt schon, ich war auch sehr einfallsreich beim Kommentieren. Es zittert, obwohl es nicht zittern sollte. Ja, das sind alles Probleme, die habe ich alle gelöst. Gesicht 2.0. Hallihallo, liebe Leute, willkommen zu einer neuen Runde. Ja, das war auch eine Zeit lang das Problem, dass die Mimik sozusagen und auch wenn er irgendwie was sagt, dass das nicht so richtig zu seinem Mund passt, sondern dass das so ein bisschen zu wenig war. Guckt euch das mal an, hä, wie viel schlechter das ist. Ich mach jetzt einen 1:1-Vergleich. Hallihallo, liebe Leute. Ja, da, ihr seht, genau. Rechts ist es halt so, als würde man nuscheln. Hallo, liebe Leute. Und das ist tausendmal geiler. Das ist richtig gut jetzt. War schon besser, oder? Ist das normal, dass mein Mund so in eine Richtung zieht? Nee, war es nicht. Das haben wir dann gefixt. Aber vielleicht muss ich mir auch einfach angewöhnen, noch mehr mit dem Mund zu sprechen. Ja, das musst du. Das ist halt wirklich krass. Ich hab mir das natürlich immer wieder angeschaut. Was kann man besser machen? Wie wirken bestimmte Dinge? Und da ist mir aufgefallen, dass ich super wenig mit meinem Mund spreche. Ihr müsst euch wirklich mal vor einem Spiegel stellen und ein paar Sätze sagen. Man bewegt den Mund bei weitem weniger, als man denkt. Hab ich zumindest das Gefühl. Das weiß ich. Ja, verstehe ich. Da habe ich noch nie so, auf meine eigene Facecam habe ich noch nie so wirklich geachtet. Gut, ihr macht euch manchmal darüber lustig, wenn ich irgendwie aus Versehen spucke oder so. Oder irgendwas anderes, komische Fratzen ziehe. Aber ja, das macht man halt im Laufe der Zeit. Ich meine, ich habe jetzt Facecam seit über 8 Jahren. So klar ist es da was anderes als bei Manuel, wo das letztlich egal ist, wie sehr er gestikuliert. Ich finde die Perspektive. So, und die Perspektive noch ein bisschen komisch. War auch sehr komisch, weil es frontal war. Und frontal ist eigentlich nicht unbedingt gut. Und ich muss auch sagen, ich bin am liebsten, habe ich meine Facecams immer so, dass ich jetzt auch wie hier sozusagen seitlich bin, sodass ich sozusagen in das Video reingucke. Diese Facecam-Perspektive habe ich schon irgendwie mein YouTube-Leben lang. Und das finde ich immer besser, wenn ich praktisch in das Bild reingucke und jetzt nicht so die ganze Zeit. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen habe ich jetzt hier eben diese 3. Links, rechts und frontal. Stimmt, ich habe dann irgendwann ein Video von mir in den Background gepackt und irgendeine Kacke drüber gelabert. Dann kaufe ich mal ein. Die Datei heißt Best Commentary MP4 und gehe weg von gelb. Ja. Oh, was ist denn da im Chat passiert? Das frage ich mich auch. Das kriege ich auch. Dankeschön. Dann gehe ich mir noch ein paar Diamanten sammeln. Mm. Ja. Er kommt und will mich umbringen. Oh nein. Dann greife ich an. Oh nein, ich habe nicht getroffen. Oh nee, er ist sehr stark. Aber ich bin einfach viel besser und er ist tot. Ja. Warum habe ich die Folge nicht 1:1 so hochgeladen? Frage ich mich auch. Kommt wahrscheinlich noch. Ich habe einen Apfel. Stimmt, da wollte ich das B und P testen. Der ist so lecker, der Apfel. Abprallen. Abprallen. Abbauen. Ich baue gerne in Minecraft ab. Ich habe gerade einen Block abgebaut. Ich habe gerade einen Block abgebaut. Baut. Wie ist es denn bei mir? Viel besser. Also ich habe natürlich noch bei weitem mehr Aufnahmen, aber ich glaube, ich habe alles gezeigt. Ich frage mich, wie das Ganze ankommen wird. Ich habe keine Ahnung, was ihr davon haltet. Ihr müsst mir natürlich auch einiges an Zeit einräumen, jetzt erstmal damit klarzukommen, mehr zu gestikulieren, mehr mit dem Gesicht zu machen, so dass es dann am Ende auch schön für euch wird. Aber der Plan ist es. Ich kann da ja nochmal, Manuel, ich hoffe, dass alles, bist mir nicht sauer, aber er war wirklich sehr nervös. Er war sich unsicher. Ah, Mensch, weil das ist ein großer Schritt, ganz ehrlich. Und umso mehr freut es mich einfach, wenn ich hier auf den Channel gehe und sehe einfach 75.000 Daumen nach oben und auch in den Kommentaren wird das einfach positiv angenommen. Und ich persönlich finde es einfach richtig, richtig geil. Ich freue mich auf weitere Videos, auf die neuen Möglichkeiten, die sich Manuel damit auch ergeben. Ja, finde ich ist einfach eine richtig, richtig geile Sache. Und Glückwunsch, Manuel. Ja, habe ich dir auch schon gesagt. Ich finde es einfach klasse. Jetzt so gut wie in jedem Video diese Facecam zu benutzen. Und ich hoffe, ihr freut euch sehr darauf. Ja.